3 Tage. Ja, also jetzt können wir die Überraschung verkünden, bevor wir jetzt hier reinfahren. Wir haben gebucht, René Oltra, FKK-Campingplatz. Ich kann euch sagen, um hier reinzukommen, dann ist er wie Fort Knox erstmal. Ne? Du musst erstmal durchfahren, dich anmelden, dann musst du wieder raus. Für das Ganze. Wir, glaube ich, später erklären, dass ja, wir fahren erstmal. Wir nehmen hier ziemlich viel Platz weg mit unserem Camper. Nö, ich stehe gut. Ich hab nicht Passport, mal vor mein Car. Da müssen wir mal reingehen. Da. Kinders, jetzt bräuchte ich schon wieder die rosa-rote Brille, ehrlich jetzt. Rausgefahren, sind wir wieder reingefahren. Jetzt habe ich meinen Führerschein wieder. Das war eine Tortur, kann ich euch sagen. Also bis hier mal drin bist, da musst du erstmal Nerven haben. Weil man auch nicht weiß, wie es hier genau funktioniert. Hier, da rein jetzt. Jetzt müssen wir hier wieder raus. Und jetzt brauchen wir nicht nochmal da rein, oder? Ja, an der Schranke wahrscheinlich. Die hat ja gesagt, jeder von alleine auf. Ja gut, dann werden wir das ja sehen. Auf jeden Fall sehr nett. Guck mal, die waren gerade vor uns gestanden. Ja. So, jetzt sind wir hier an der Einfahrt. Der rein, glaube ich. Da, hier. Dionysos Allee hier, den. Ich würde so. Boah, ist das warm. Ja, weißt du, hat ja noch nicht mal ein Pool hier, ne? Ja, dafür haben wir den Beach. Ja, super. Mal Mitte September, super Wetter, warum soll es leer sein? Nicht mehr ganz so heiß. Ja, hallo ihr Lieben. Hallo. Wir haben uns jetzt mal angezogen hier. Wir sind am FKK Campingstrand René Oltra in Kap Akt. Dack. Sorry, da müsst ihr mitnehmen. Wir stehen jetzt hier, muss ein bisschen aufhören mit dem Film, weil die Leute laufen alle nackt rum. Erste Mal für uns hier in der Aktion, weil das gibt es ja so eine ganze Siedlung, sag ich jetzt mal, die abgeschlossen ist. Da kommst du gar nicht rein, da musst du dich erstmal anmelden, um hier auf den Platz zu kommen. Und ist natürlich, wenn du jetzt hier durch mit dem Auto durchfährst, die meisten rennen alle nackt rum. Ne? Ja, auch schon in der ganzen City hier rennen die alle nackt rum. Ich habe mich total erschrocken, wo ich da mit dem Auto reingekommen bin auf einmal, dass die doch alle nackt rumgelaufen sind. Ne? Ja. Ja, egal, wir stehen jetzt hier. Seht ihr jetzt hier so? Ganz schön, ja. Und jetzt gehen wir erstmal zum Strand, ne? Und wir sind nämlich ziemlich am Ende. Da, wo die Concorde steht, da geht's gleich, ist ein Zaun. Und dahinter geht es jetzt zum Strand. Also wir sind ziemlich am Ende vom Platz angelangt. Ne? Genau, ja, am Ende. Mhm. So, wenn hier mal Leute sind oder wenn mal jemand drauf ist, verpixel ich das natürlich, ist klar. Wir gehen jetzt zum FKK-Strand, gucken mal, was da los ist. Ne? Und dann shoppen wir mal, oder wo die ganzen Geschäfte später, sind. In Akte ist irgendwie Markt morgen, sagt die Ware. Da müssen wir vielleicht mit dem Roller hinfahren. Ja, wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht, genau. Ansonsten, die Prozedere habt ihr mitgekriegt bei der Anfahrt. Ich habe das ja alle gefilmt, so ein bisschen. Ist ein bisschen Hickhack, bis ihr mal hier drin bist. Oder du machst das vorher zu Hause? Ja, genau. Man kann sich auch vorher schon mal einchecken, halt für dieses Dorf. Ne? Das haben wir jetzt halt nicht gemacht. Weil dieser Campingplatz, der liegt innerhalb des Dorfes. Und da mussten wir uns erst einen Passierschein jetzt holen, dass wir erstmal zum Campingplatz konnten. Fragen, ob da was frei ist. Dann haben wir dann halt reserviert bzw. gebucht. Dann wieder zurück. Frank hat also seinen Führerschein da als Pfand hinterlassen. Und dann muss man sich aber nochmal mit der Reservierung hier trotzdem da registrieren auch. Und wir haben jetzt für 2 Tage, kostet das 16 Euro mit 2 Personen, dass man auch alles hier nutzen kann. Also außerhalb vom Campingplatz praktisch. Und 70 Euro war das, ne? Nee, 16. Nein, für den Platz hier. Hier haben wir jetzt knapp 70, ja, irgendwie 70 für Euro. Zwei bezahlt Tage. Für 2 Nächte. Genau. Vielleicht bleiben wir auch 3, wissen wir noch nicht genau. Wissen wir noch nicht genau. So, jetzt gehen wir erstmal los. Steht JA. Da ist unser Platz. So, wir gehen jetzt mal in den Ort, diesen
diesen, wie heißt das jetzt, wie nennt sich das? Kaptak, also dieser Naturistendorf hier, ne? Ja, genau. Also wo man so normalerweise sonst nicht reinkommt. Okay. So, da nehmen wir euch jetzt mal mit und wo filmen das mal so ein bisschen. Weil die Leute ja alle vor ihren Karren sitzen, teilweise da ganz hinten könnt ihr ja was sehen. Die laufen ja alle nackt rum meistens. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen mit der Filmerei hier. Ja, machen wir auch nicht. Und guck mal, so, also so sieht der ganze Platz im. So, hier ist nochmal Platz, da hinten ist der Campingplatz. Hier sind zwei Radfahrten. Voilà. Häuser. Hier. Hä? Ja. Wo geht's jetzt noch? Wie wir jetzt hier zu dem. Da sind wir übrigens nochmal den normalen Nachtfahrbestand. FKK, alles hier bis da zu dem Leuchtturm da hinten. Alles FKK. So, ein paar Geschäfte habt ihr jetzt gerade gesehen. Jetzt sind wir hier, suchen wir gerade eine Pizzeria, hat die Barbara gesagt. Das erste, was ich hier sehe, ist wieder Tantra und schon ist da ein Tor. Wie sehen wir hier richtig sind? Nee. Nee, ist falsch, ne? Wir sind bungalows. Nee, hier ist falsch, sagt der Barbara. Frank in Gefahr. Aber da waren wir jetzt erstmal raus. Wir wollten eigentlich was essen gehen. Da saßen wir ja schon mit Kleidchen und Nacken auf dem Hocker. Genau. Also unfassbar. Ja. Also, ihr wisst ja, wir machen das nicht wie viele andere, sondern unsere Berichterstattung ist dann auch so, wie sie sein muss. Wir gehen dann auch dahin, wo es weh tut. Ne? Was? Ja, tat ja jetzt nicht weh. Nee, tat nicht weh, aber. Aber ich möchte einfach so eine Pizza essen. Ja, wo? Weiß ich noch nicht. Wir haben noch nichts erstmal Normales gefunden, wo man sagen kann, okay, dann ist das mal nur ein Restaurant oder so. Aber Mann, ihr kennt mich ja. Ich berichte immer hart und fair. Und da wird nichts verschwiegen. Wo ist denn da? Zentre. Da noch mal gucken gehen. Prost. Da gab es ein Begrüßungsgetränk dabei. Und dann lassen wir uns jetzt schmecken. Prost. Ja, gegessen haben wir. Da hinten geht die Sonne unter. Wir sind immer noch in diesem René Oltra Dorf, abgeschlossene Dorf hier. Ne? Ja, na, ich weiß nicht, wie nennt man das denn jetzt hier genau? Weißt du auch nicht. Ne? Ist scheißegal. Aber ist halt alles, hier kommst du so immer noch. Ist ja riesengroß. So viele Apartments oder Hotels oder was das ist. Und Apartments sind ja alles, glaube ich. Restaurant und. Apartments, Restaurants, kannst ja essen gehen. Guck mal, da hinten geht nochmal die Sonne unter, auch nochmal gezeigt. Pizza war ganz gut in Ordnung. Da haben sie auch die meisten noch was angehabt da, ne? Ja. Ja, da stimmt, da drin hatten wir was an. Wir hatten fast alle was an, auch wenn auch nicht viel teilweise. Ja. Ist schon. Also, das müsst ihr gesehen haben, Leute. Ich mach mal eben Stopp, da kommen Leute entgegen wieder. So, jetzt kann ich wieder weiter filmen. Ja, da kommen schon die nächsten Nackenden. Aber ja, Film kannst du ja nicht, weil die Leute rennen hier schon splitternackt über die Straße. Also, Im Supermarkt. Ja, die rennen im Supermarkt komplett blitzesplitternackt. Nicht alle wohlgemerkt, du kannst auch angezogen, aber ja. Viele sind da nackt rumgelaufen. Ne? Ich sehe nicht richtig. Genau, also Frankie hat sich eine Hose geholt, dabei haben sie eine abgezogen erstmal. Ne? Aber richtig, oder? Ja. Ja, aber so richtig. Also. Kinders, jetzt mal im Ernst, ne? Wenn wir jetzt nicht im Urlaub wären, ne? Müsste ich jetzt meine rosa-rote Brille anziehen und in den Laden zurückgehen. Manche Hose ist gut, nur der Preis. Ich glaube, die haben uns 15 Euro zu viel abgenommen. Ne? Mindestens. Aber wir sind ja im Urlaub. Aber normalerweise, wenn ich in richtiger Stimmung bin, würde ich jetzt zurückgehen. Aber das machen wir jetzt nicht. Ne? Scheiß drauf. Aber deswegen habe ich gar nicht gefilmt, sondern hier. Guck mal, hier ist so eine, ja, so ein Bar, so ein Club mit dieser überhängenden Terrasse da oben. Oh, jetzt wechseln die sogar noch die Farben. Mhm. So eine Außenterrasse. Da kannst du runtergucken, wenn er sitzt, ne? So, hier gibt es einen so einen Club nach dem anderen, das ist unfassbar. Aber ich glaube, wir sind jetzt einmal rum hier, oder? Ja. Da vorne weiß ich jetzt gar nicht, wo wir jetzt hier sind. Er ist so groß, hier kannst du schon mal verlaufen. Da ist René Oltra, guck.
glaube, wir sind gleich wieder da, an der Reetze. Kinder, hier seht ihr jetzt die Einfahrt von dem Campingplatz. Da sind die Schranken, hier ist der Parkplatz, wo man erstmal steht, wenn man ankommt. Welcome. René Oltra. Und wie gesagt, hier ist die Rezeption mit Pförtnerhäuschen. Und da vorne müssen wir jetzt rein. Gucken, ob die uns hier kontrollieren. Wir haben ja Bändchen der Sympathie an. Also hier links seht ihr das Restaurant. Das Restaurant vom Platz René Oltra. Hier überall. Da drüben, wo die Fahrräder und Mopeds herkommen, da ist die Rezeption. Da sind wir gerade gewesen. So, und dann ist hier die Rezeption auf jeden Fall. Da nochmal die Einfahrt vom Platz. Die Bar besteht da vorne an der Infotafel. Da vorne, wo das Blau da irgendwie leuchtet, muss auch noch irgendwie was sein. Es ist ein bisschen dunkel jetzt schon geworden. Ich hoffe, man sieht trotzdem noch ein bisschen was. Da nochmal das Restaurant vom Platz. Ja, und hier sind allgemeine Informationen. Ja, hallo ihr Lieben. Abrupter Abbruch. Deswegen sitzen wir uns hier im Wohnzimmer. Die Bilder bis jetzt von René Oltra, dem FKK-Dorf, habt ihr ja gesehen. Und jetzt melden wir uns hier bei uns zu Hause aus dem Wohnzimmer, weil unsere Reise nach den Aufnahmen abruptes Ende gefunden hat. Aber dazu später mehr. Wir fangen jetzt erstmal an, weil wir haben ja keinen Abschluss gefunden und von dem René Oltra, von dem FKK-Dorf, wo wir da waren. Damit fangen wir jetzt an. Der Abbruch der Reise kommt daran im Anschluss, würde ich sagen, oder? Ja. Wenn wir der Reihe nachgehen. Ja, genau. Also wir konnten nicht mal weiter filmen hinterher. Mhm. Deswegen machen wir das jetzt hier nachträglich von zu Hause aus. Und zwar sind wir erstmal zu dem FKK-Dorf gefahren, weil wir schon Videos davon gesehen haben, von verschiedenen YouTubern auch, davon gehört haben und da sind wir dahin gefahren. Mhm. Erste Mal. FKK hatten wir zwar schon mal gemacht, aber noch nie in so einem Dorf. Mhm, genau. Ja, also ist ja so, dass René Oltra, der Campingplatz, der liegt ja innerhalb dieses Dorfes mit dem Eingang und so weiter, Zulassungsbeschränkungen, habt ihr ja alles gesehen. Ich fange mal anders an. Also ich sag mal, ist so ein Dorf oder ein Campingplatz eigentlich, wenn das jetzt nicht da wäre und kein FKK und so weiter, fände ich den nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der ist schon in die Jahre gekommen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Der ist in die Jahre gekommen einfach. So, ist nicht schlecht, der ist strandnah, ist super. Freundlichkeit, toll. Passt alles. Aber irgendwie, ich habe mir da mehr von versprochen. Ja, also so ein bisschen, Ja, der Campingplatz selber ist nicht schön. Den kannst du auch nicht schön reden. Nee, der ist also ihr habt die groß. Bilder ja gesehen, wenn wir da durchgefahren sind. Der ist groß. Wenn du auf der Parzelle bist, kannst du genauso gut, weiß ich nicht. Zu überall sein. Also, Strandnähe, ja, wie gesagt, gar kein Thema. Der Strand ist auch sehr schön. Ja. Kann man wirklich nicht anders sagen. Nicht zu lange über den Campingplatz reden, weil der ist halt nicht schön, da ist kein Pool bei, da hast du ein Restaurant ganz am Anfang, aber da ist 0815, wirklich jetzt. Also nur für den Campingplatz würde ich da nicht auf jeden Fall nicht hinfahren. Seitdem man ist so, dann nochmal, bevor wir weitergehen, der Reihe nach, wie gesagt, ich bin da morgens Brötchen holen gegangen, habe ich zu Barbara gesagt, pass mal auf. In der Mitte vom Platz war nochmal so eine Station, damit du nicht 1 Kilometer bis zur Rezeption laufen musstest, konnte man Brötchen holen. So, jetzt bin ich da morgens hingelaufen, habe mir eine Hose angezogen, etwa sehr warm, Oberkörper war jetzt frei, aber ich habe mir eine lange Hose angezogen. So, ich gehe doch nicht nackend da Brötchen holen, habe ich mir so gedacht jetzt, ne? Habe ich zu Barbara gedacht, das mache ich nicht. Ne? Ich dann da hingelaufen, hör mal, da standen die da alle, also 85%, die waren die alle nackend, weil die Brötchen holen. Ja, das ist FKK. Ist FKK. Ich meine, für uns war das erste Mal. Vielleicht als Entschuldigung, vielleicht lassen wir das mal so. Also ich habe mich nicht so wohl dabei gefühlt, jetzt da am Platz und ein paar Brötchen holen. Ich glaube, wir verzetteln uns jetzt ein bisschen, weil es kommen wahrscheinlich wieder Kommentare, ja, da macht doch kein FKK. Also, ja, FKK ist ja kein Problem, aber dass ich da am Campingplatz, da muss man sich dran gewöhnen. Ja. Hinterher, nach dem ersten Tag, ging das eigentlich. Aber ich rede jetzt vom Anfang. Erste Mal, du sitzt draußen vor deiner Parzelle, deine Stühle raus, sitzt dann da nackend. Da muss man sich dran gewöhnen, wenn man das noch nie gemacht hat. Ne? Ja. Punkt. Die Barbara. Ja, Punkt und aus. Also, die Barbara zieht darauf hinweg. Wir sind nämlich abends. Nein, aber Moment, aber du. So, wir sind da, das Problem, was die Barbara jetzt meint, ist, du kriegst ja, wenn du die YouTube-Video, du kriegst das ja nicht zu sehen, dann redet aber auch keiner darüber. Wenn ihr ein Video kennt, wo einmal drüber Klartext redet, dann schreibt mir das gerne. Mhm. Wir haben keinen gefunden. So, wir sind dann gegen Abend, wollten wir essen gehen. Sind dann mal in das Dorf reingelaufen, wo die Geschäfte und Restaurants sind. So,
Und dann bin ich da, laufe ich dann da so und da kommen die ersten Restaurants, da sitzen die ja schon halbnackt auf der Hocker rum, ne? Ich habe gesagt, aber hier kannst du jetzt nicht, aber ich will ja essen gehen, ne? Und dann waren da jede Menge Geschäfte, die habe ich ja, ich spiele die Bilder immer so, wenn wir jetzt erzählen, genau. Immer so nach und nach mal Bilder ein, die wir da gemacht haben, ja. Auch von dem Dorf. Ein so ein Erotik-Shop mit Anziehsachen nach dem anderen, ne? Ja, waren jede Menge. Ja, ja, klar. Nicht nur ja, einer. Ja, klar. Ja, ja, klar. Ne? Und dann war so eine Einkaufsmeile, da sind wir mal durchgelaufen, da gab es da ganz normale Läden. Und in dieser Einkaufsmeile liefen die alle nackt rum. Okay, ist das Dorf. Kein Problem, ne? Ja. Und dann war aber der Supermarkt da drin. Und selbst in den Supermarkt laufen die alle nackt rum. Und das war für uns, darum wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Ne? Und ja. Dann waren wir in eine Pizzeria. Da haben wir endlich eine Pizzeria gefunden, wo wir dann essen waren. Aber das habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich das in dem Video gesagt habe, die meisten haben da wirklich was angehabt, muss man sagen. Bis auf eine Frau, die hatte da nur ein Netzkleid an, da haben die Brustwarzen durch das Netzkleid geguckt, hat die eine Stola umgebunden gehabt, um das Netz-Mini-Kleid, hat dann da gesessen und wo die dann, die waren eher da als wir, wo die abgehauen ist, die aufgestanden. Da guckst, wenn da welche aufstehen, guckst du auch noch rüber. Ja, aber einige saßen auch fast. Also, ja. Zum Abschluss, nach der Pizza sind wir nach Hause gelaufen und da ist uns dann erstmal. Und da habe ich dann zur Barbara, ich habe euch das ein bisschen, Entschuldigung, wenn da ein bisschen durcheinander ist, ja. Mit den ganzen Einspieler, da habe ich dann auch gesagt, hör mal, das ist hier, warum? Weil da gibt es verschiedene viele Clubs. Was da ist, wissen wir nicht, wir waren nicht da drin. Aber da haben die sich fertig gemacht, da kamen die Leute vom Campingplatz, von Apartments, die Männer schick gemacht, ganz normale Sommersachen, an, aber die Frauen, die haben alle schon ein Outfit angehabt, das ist jetzt kein Scherz. Ich habe gesagt, ich sehe nicht richtig. Weil das wussten wir vorher nicht. Das sagt dir aber auch keiner. Wir haben nichts dagegen. Haben überhaupt gar kein Problem mit. Nee, ist nur nicht. Einfach, dass man mit der richtigen Voraussetzung dann auch dahin fährt. Ne? Genau. Was da auf einen zukommt, dass man das zumindest weiß. Ja. Dass die da alle schon... Also nicht nur am Strand, sondern auch innerhalb des Dorfes. Innerhalb des Dorfes. Ja. Da gibt es da verschiedene Clubs, dann abgesperrte Bereiche und selbst die paar Restaurants, da saßen die teilweise. Da habe ich gesagt, ne? Da waren dann auch viele jetzt, sag ich mal, normal und so weiter und jede Altersschicht, also da ist alles, ne? Da ist alles, also vom alles, Alter, die meisten sind ja auch, ja, ne, das sind auch jüngere Beine, aber ja. Schon meist so mittleren Alters kannst du sagen, ja, aufwärts, ne? Ja, ja. Also, so. Auch schon alt haben. Und jetzt, ihr wisst ja, ne, meine Berichterstattung, die ist immer realitätsnah, auch mit den dementsprechenden Aufnahmen, die Barbara lacht schon wieder, belegt, zum Schweinchenstrand. So, und damals vor 2 Jahren erst mal von gehört, beim Adria-Treffen haben wir gesagt, wir wollen nach Kap Akterin in Olter fahren. Da sagt der eine zu uns zum Schweinchenstrand. Sie sagt, wie Schweinchenstrand? Das ist 2 Jahre her, ne? Da wussten wir das noch gar nicht. Und weil das auch in den meisten Videos auch gar keiner so richtig drauf zu sprechen kommt, ne? Oder die wenigsten sprechen dann überhaupt darüber. So, und dann hat der, also haben wir okay, erstmal zur Kenntnis genommen, aber dann konnte ich gar nicht glauben, da rein, da raus. Sondern dann haben wir natürlich noch ein paar andere Berichte jetzt in vor kürzerer Zeit gesehen, dass die dann auch gesagt haben, ja gut. Und, und dann sind wir da erst angekommen, wir waren da ganz hinten durch. Im Prinzip am Ende vom Campingplatz und sind dann am ersten Tag zum Strand gegangen, kommen da an, kommst über so eine Düne, so eine kleine Düne drüber und dann ist direkt da die René Oltra Beachbar. Sehr schön auch. Also wirklich sehr toll. Gut gemacht. Toll. Auch Nacken, da ist klar. Gar kein Thema, aber... So, und dann, und wenn du dann da... über die Düne läufst, ist rechts FKK. Und links auch. Und rechts, da war gar nichts los. Mhm. Ich habe ein Bild, kann man das so ein bisschen sehen. Und links, rappelvoll. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe ja die Bilder, spiele ich ein. Ja. Rappelvoll. Ich dachte, und du wusstest das, ne? Ich habe mir das schon gedacht. Ich habe ein Video gesehen, da wurde nämlich gesagt, genau an dieser... Ich habe das nicht gewusst. Die Barbara... Ich habe da schon mal von gehört. Hat das also, schon von gehört? Ja, das also diese Beachbar ist Ende, ist Grenze von René Oltra, die gehört also noch dazu. Und rechts daneben ist auch der Strand, der FKK-Strand, wie gesagt, sehr schön. Und links runter ist so, ja, totes Gebiet. Ne? Also ist einfach so. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nicht gewusst, weil ich beschäftige mich ja nicht damit, also wo jetzt was da anfängt, da macht dem alles die Barbara. Und da habe ich zu ihr gesagt, hör mal, am Anfang haben wir noch nichts gesehen, außer da viele Nackte waren. Da konntest du erstmal nicht sehen. Ne? Nee, und haben gesagt, komm, dann gehen wir mal hier hin. Legen wir uns mal am Rand, weil da war noch ein nicht bisschen. So auf, genau, am Rand. Da fällt es ja nicht so auf. Ne? Klar.
Und dann liegen wir da so, ne? Und ich spiele euch ein paar Bilder mal ein. Liegen wir dann da so und dann geht er da zur Sache, ne? 6 Meter neben uns. Die Barbara hat zuerst gesehen, ich habe da gar nicht gesehen, ne? Waren die da? Ja, Entschuldigung, ich rede jetzt mal Deutsch. Weil ihr sagt, die wird nichts verschönert, da muss man sich, war jetzt auch nicht so dramatisch. Ich habe gedacht, was ist denn hier los, ne? Dann sage ich zu Barbara, ich meine, der Schweinchenstrand ist da hinten. Sagt sie, nee, der fängt hier an. Ja, aber der direkt am Anfang war nicht. Weil er direkt da am René Ultra Beachbar schon anfängt. Ich wusste das aber. Ist auch nicht schlimm. Ich habe gedacht, wir gehen da mit und dann laufen wir da mal rüber und gucken. Aber das fing schon direkt da an. Und überall, wenn du dann genau hingeguckt hast, so mal, ne, da konntest du sehen, wie die alle da so, nicht alle, um Gottes Willen. Nein, aber war die da viele dran? Waren ja nur zum Gucken auch. War ja nur, viel Eis. Aber wir waren auch zum Gucken da. Und ich hatte da auch interessiert. Ich frage nicht für einen Freund. Wir waren für uns da. Ja. Und ihr kennt das ja, ne? Die Leute interessiert das ja alle nicht. Die fragen alle nur für einen Freund. Das ist ja das Beste überhaupt immer. Ne? Statt mal dazu zu geben, nee, da reden wir alle drum rum. Auf jeden Fall bin ich dann im Wasser. Barbara wollte nicht. Und ich dann im Wasser marschiert. Ne? Wir kommen im Wasser rein. Das erste, was ich gesehen habe, links neben mir waren die beiden im Wasser. Ich habe gesagt, wie geht das? Ne? Da war arschkalt. Also fand ich jetzt das Wasser. Auf jeden Fall. Und dann haben wir von vielen YouTubern schon das gehört auch, die gesagt haben, ja, da stehen so ein Grüppchen zusammen und so. Und die sind da am Strand. Und da habe ich mal zu Barbara gesagt, hör mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Am öffentlichen Strand. Ja, ich hab auch gedacht, bestimmt irgendwie in den Dünen oder so. Ja, in den Dünen dahinter oder genau, so. Ne? Ja, genau. Aber doch nicht gedacht. Direkt da, wo die Leute alle liegen. Ja. Neben dem Eiswagen, da kommt der Eiswagen da an, verkauft da sein Eis, hat da nur ein Handtuch drum und das interessiert die alle gar nicht da, wenn der Eiswagen, aber der Eismann, der wird da wahrscheinlich schon kennen. Ja, sicher, klar. Und dann ist das wirklich so, ich spiele das Bild mal ein, da laufe ich am Strand lang und habe dann die Kamera mal dahin gehalten. Aber wir zeigen natürlich keine Leute, du kannst da nichts erkennen. Nee, du kannst schon sehen, die Menschentraube mitten im Wasser. Ja. Und eins kann ich euch verraten, die haben keine Krebse gesehen da. Keine mehr noch, was die da jetzt ganz genau veranstaltet haben, weiß ich nicht. Aber ihr könnt euch das denken. Ne? Ihr habt die Bilder jetzt gesehen. So viel zum Thema René Ultra, dann solltet ihr jetzt aber auch, oder haben wir da noch was vergessen jetzt? Also wie gesagt, der Campingplatz, der hat mir wirklich jetzt, das haben wir jetzt gesagt. Haben wir gesagt, nicht so ganz gut gefallen. Nett, Dings, alles und so weiter, Strand top, die Beachbar war toll und ja, also wenn ich da nochmal, da würde ich lieber die linken Campingplätze daneben. Und doch eins muss ich. Aber wie gesagt, die da Interesse dran haben, müsst ihr mal gesehen haben, war schon interessant auf jeden Fall. Dafür muss man aber nicht dahin, wenn man jetzt nur den Strand besuchen möchte und FKK machen möchte. Nee, dann kannst du auch links den zwei Campingplätze daneben. Einmal so ein Luxus-Campingplatz, glaube ich, ne? Ja, so dann angeblich. Da kommen mit Pool und allem drum und dran, ne? So ein bisschen, genau. Und ein kleinerer noch. Ganz viele sind daneben. Ganz viele. Da kannst du einfach rüberlaufen. Okay. Ja. So. Das war jetzt zum René Ultra. Wie gesagt, wir haben berichten so, wie es wirklich ist und reden auch nicht drum herum, damit ihr alle genau Bescheid wisst. Jetzt habt ihr mal ein informatives Video, was da wirklich los ist. Ich weiß, dass da auch wieder welche jetzt, da werden auch wieder Kommentare kommen. Aber wie gesagt, da müssen wir halt mit leben. Da ist halt YouTube. So, Thema durch. Jetzt kommen wir zu dem leider Abbruch unserer Reise zum negativen Teil. Und wo mir persönlich auch das Lachen dann vergangen ist. Und zwar, den ersten Tag waren wir am Strand. Und dann waren wir in der Dorf. Anderen Tag sind wir dann mit dem Roller. Habe ich so einen Roller geholt vom Roller. Und Barbara wollte auf den Markt in Akte. Da habe ich auch nur eine kurze oder zwei, drei Aufnahmen, spiele ich davon gleich auch mal ein, von Akte und von dem Markt in Akte. Lohnt sich nicht übrigens. Der Markt lohnt sich auf keinen Fall, ne. Am Hafen ist ganz nett gewesen da, ne. Ja, so. Ganz nett, ja. Da habe ich auch eine kurze Sequenz für euch. Und dann sind wir mit dem Roller gefahren und während der Fahrt mit dem Roller habe ich schon so leichtes Ziehen gespürt, im Bauch und Rücken hinten. Aber noch nichts bei gedacht erstmal, war nicht ganz so schlimm. Dann sind wir nach Hause gefahren, zum Campingpark zurück. Da habe ich gesagt, ich lege mich jetzt mal was hin. Weil ich habe Schmerzen gehabt. Ne? Und habe mich eine halbe Stunde hingelegt und die waren auch noch nicht so schlimm zu dem Zeitpunkt. Bin eingeschlafen, werde wieder wach. Die Barbara ist zur Rezeption gelaufen, weil wir einen Tag länger bleiben wollten als geplant. Alles wieder weg, nichts mehr gehabt. Keine Ahnung, was das war, habe ich mir so gedacht. Wir beiden haben Kaffee getrunken, aber dann können wir nochmal zum Strand gehen jetzt. Sind wir die 10 Minuten zum Strand gelaufen, haben wir gerade die Decke hingelegt, da habe ich schon wieder gemerkt, oh Scheiße. Da kamen so heftige Schmerzen, im ganzen linken, untere Seite, vorne und hinten. Da habe ich zu Barbara gesagt, wir müssen sofort nach Hause, ich kann nicht mehr. Und dann sind wir nach Hause und habe ich mich nochmal hingelegt, hat nichts gebracht. Dann habe ich eine Ibu 600 die Barbara bei gehabt genommen. Barbara saß draußen, ich war im Bett und
bin aufgestanden, gekrümmt vor Schmerzen. Da habe ich zu Barbara gesagt, ich kann nicht mehr, wir müssen irgendwas machen, da stimmt irgendwas nicht. Dann sagt die Barbara, Bandscheibe? Ich sage, nee, das hat nichts mit Bandscheibe zu tun. Ich habe gedacht, erst Pizza. Lebensmittel. Oder Lebensmittel durch die Pizzeria da, Pizzeria, die war dass ja da irgendwas so gewesen ist, weil ich auch so ein Gefühl hatte, als wenn ich auf dem Klo müsste. Ne? Der Bauch, der untere linke, untere Bauch und die ganze linke Seite, so ein ganz komisches Gefühl. Ja, was haben wir jetzt, was machst du jetzt da? Ne? Keine Ahnung, ich denke, Barbara, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwas machen. Dann sind wir nach vorne gelaufen. Normalerweise, ihr kennt mich ja, ich war anderthalb Tage vorher, bin ich noch in den Bergen rumgeturnt. Jetzt war mal, konnte ich kaum noch laufen. Die Barbara war schneller als ich, habe zum Beispiel mein Lauf nicht so schnell. Sind wir einen Kilometer zur Rezeption gelaufen, da war eine Frau zum Glück, eine Frau, die jetzt Deutsch. Zwei. Aber die weißen, die, ja, da war die Deutsch eine gesprochen hat. Ja. Ich habe mich da einfach nur hingesetzt und die hat auch schon geguckt, die hat gesehen, dass mir was nicht stimmt. Mhm. Und dann haben wir die gefragt, wie kommen wir, gibt es hier in dem Dorf einen Arzt? Ne? Sagt sie, nee. Das Krankenhaus in Akte hat abends zu. Nachmittags. War es Donnerstag, ne? Donnerstag, späten Nachmittag, so gegen 5. Und dann haben wir, da hat die uns gesagt, das nächste Krankenhaus ist in Béziers. Béziers oder so ähnlich, ja. Ja, aber ich glaube knapp 30 Kilometer weg. Etwas über 30. 30 Kilometer weg. Da denke ich, scheiße, wie kommst du jetzt dahin, ne? Ja, da hat er jetzt keinen Zweck, sag ich. Wir müssen jetzt irgendwie dahin. Roller war runter, Wohnmobil, alles ausgepackt, ne? Habe gesagt, komm, ruf Taxi an, wir müssen jetzt dahin. Hat keinen Zweck, ich halte das nicht mehr aus. Taxi bestellt, mit Taxi dahin gefahren, irgendwie 70 Euro hat das gekostet. Ja. Ne? Irgendwie sowas. Also wir hatten insgesamt 380 Euro Taxikosten. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Sind wir im Krankenhaus angekommen, ich da rein, mit der Barbara, habe ich gesagt, Schmerzen, konnte es ja nicht verständigen, ich spreche ja kein Englisch da. Im nächsten Raum habe ich mich dann wieder in Notfallambulanz auf so eine Liege gelegen. Da kam die erste Schwester rein, eine erste Infusion gelegt und Paracetamol als hier Infusion, Schmerzmittel. Ah ne, vorher musste ich noch Urin abgeben. So, dann habe ich die Paracetamol gekriegt, dann kam die wieder einen Zugang gelegt, hat mir 5 Kanülen Blut abgenommen. Da kam die wieder und kam der Arzt, sagt er zu mir, hat mich abgetastet, hat aber nichts gesagt. Und dann sagt er, Scanner. Scanner heißt bei denen CT. Bin ich runter in den Keller. Und dann hat die CT-Aufnahme, hat mich wieder rausgeschoben. Da stand ich unten im Kellergang. Da war schon 23:30 abends irgendwann. Und da habe ich schon echt zu kämpfen gehabt. Das hat mich echt mitgenommen. Du fühlst dich da so hilflos und einsam. Du kannst damit gar nicht quatschen. Die Barbara sitzt da oben. Ich habe da ein paar Videoaufnahmen gemacht mit meinem Handy vorher, weil die Schmerzen haben ja nachgelassen durch diese Infusion. Da habe ich die Barbara, ich habe auch keinen Bock gehabt zu schreiben, habe ich hier so ein paar die Sequenzen spiele ich euch zwischendurch mal ein, jetzt auch von meiner Tortur da. Habe ich der Barbara dann die ganzen Aufnahmen geschickt. Und dann kam irgendwann der Arzt, sagt er, ich habe das und das auf Englisch. Sag ich, I don't understand. Dann hat er sein Handy genommen, Google übersetzt, hat er mir geschrieben, Nierenkolik. Hat er wieder getippt, blockiert. Hat er wieder getippt, Nierenversagen. Die drei Sachen. Sag ich, ach du Scheiße. Ja, und dann sagt er mir, hat er mir zur Verstehen gegeben, er kann mir hier nicht helfen. Wir müssen sie transportieren. In ein anderes Krankenhaus. Da habe ich gesagt, wann denn? Ja, jetzt. Ach du Scheiße. Da hat er mich gefragt, wie ich hier bin, sage ich, ja, vom Campingplatz, meine Frau ist an der Rezeption, da ist der Arzt, um 12 Uhr nachts war ich, ja, dann Mitternacht nach vorne gelaufen, zur Barbara, hat die mitgeholt. Ich habe immer nur Barbara nur gehört, I don't understand. Die war total durch den Wind, ne? Ja, war schon etwas heftig, ja. Und, also wie gesagt, kein Englisch. Hatte sie wieder, kein Englisch, hat er sie... Sie nach Hause geschickt mit dem Taxi? Durfte also nicht mit ins andere Krankenhaus. Zum Glück habe ich ihn vorher noch gefragt, Moment, wo kommt er denn jetzt hin? Weil wie hätte ich sonst erfahren können, wohin? Also jetzt, ne? Weil es ist ja nochmal 5 Kilometer weiter gewesen. Das war jetzt so eine Viertelstunde Fahrt. Eine Privatklinik, die auch die eine Urologie haben, ne? Genau. Urologische Privatklinik, genau. Ja, irgendwie sowas. Die Liege mit der Ambulanz habe ich schon gesehen. Oh scheiße, da kommt es jetzt gleich drauf. Ja, Barbara war dann weg. Ja, dann haben die mich mit dem Krankenwagen, ne? In die Klinik. Leute, jetzt mal ohne Flachsen, weil die Schmerzen gingen ja in dem Moment, weil die Schmerzmittel, die haben mir da zwei Dröhnungen haben die mir davon verpasst. Wisst ihr, was für ein Lied mir da, hab ich dir eine über die erzählt, ne? Nee, was denn? Da fiel mir das Lied ein, ey, ohne Scheiß, mir geht's total scheiße und da komme ich auf das Lied von dem Goldenen Reiter. Nee. Weißt du wieso? Nee, warum? Ich lag in dem Krankenwagen, ich habe nur im Krankenwagen gelegen, ne? Ich lieg im Krankenwagen mitten in der Nacht. Der fährt los und da haben die doch da haben die doch diese abgedunkelten Scheiben. Ja, ja. Und da konntest du oben durch die Ritze gucken.
Ja. Nur die Häuser und Straßenbeleuchtung hast du gesehen. Und da kam ich auf die, wieder gesungen hat, auf meiner Fahrt in die Klinik, sah ich noch einmal die Lichter der Stadt. Auf so eine Scheiße kommst du da, ehrlich jetzt. Unglaublich. Also die Fahrt hat eine Viertelstunde gedauert, Krankenhaus und am anderen Morgen... Dass ich da bleiben muss, überhaupt nicht mit gerechnet. Und dann haben die mir so OP-Kleidung gebracht. Ich wusste gar nicht, was die machen. Ich habe keine Ahnung gehabt. Moin. Weil ich war gerade hier drin, musste wirklich Formular unterschreiben, Anästhesie und so. Ich glaube, die machen hier noch keine Operation, aber keine Ahnung. Ich habe hier schon so hier so Fußtreter gekriegt, dann so komischen blauen Anzug hier, den du hinten zumachst, keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Ist egal. Ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Aber wir waren wirklich eigentlich danach froh, dass also wirklich noch in Frankreich passiert ist. Nicht irgendwie irgendwo anders, ohne jetzt irgendwie jemandem was abzusprechen oder so. Um Gottes Willen, ich will es. Ne? Aber mit dem Krankenhaus haben wir wirklich Glück gehabt, muss ich sagen. War eine Spezialklinik dafür. Das hat auch. Dass das relativ in der Nähe auch ist. Ne? Ja. Und du musst dir vorstellen, du liegst dann da und du weißt gar nicht, was machen die jetzt da mit dir. Ja. Also ich habe keine Ahnung gehabt. Du kannst auch keinen. Du sprichst. Da kam irgendwann einer hoch und sagt da in 5 Minuten. Da war der Arzt, der operiert hat. Im Fußgerät, der ein Arzt ist. Mhm. War die grüne Kleidung da. Da hätte auch ein Mitarbeiter oder so ein Helfer oder was auch immer sein können. Nee, war schon der Arzt. Da war ich nochmal auf dem Klo vorher. Ne? Ich denke, wer weiß, wie lange da unten nachher noch liegst. Nachher musst du auch noch pinkeln, wenn du da unten liegst. Ne? Über einen Tag auch nichts gegessen gehabt. Aber ich habe auch keinen Hunger gehabt. Davon ab jetzt mal. So, ich hätte kotzen können. Barbara hat mir dann einmal gegeben. War ich im Wohnwagen noch da, dass ich habe gedacht, ich muss kotzen im Wohnmobil. Das ist immer Wohnwagen. Ja, scheißegal. Ja, dass ich kotzen müsste. Ne? Und dann lag ich dann da auf der Pritsche und kam der Arzt, hat dann gesagt, jetzt gibt was für Relax, hat er gesagt. Hat der was gespritzt, hat merkst du im Arm sofort und dann hat sich sofort alles angefangen zu drehen, aber Ende. Wach geworden, ja, wieder hochgebracht, dann kam die Barbara, die war schon da. Ne? Mhm. Ja, die Barbara ist gekommen, wo ich im OP lag. Ja. Und der wusste immer noch nicht, was die jetzt gemacht haben. Ne? Auf jeden Fall. Muss ich dann das erste Mal da am Klo gehen. Und was ich aber nicht wusste ist, du kriegst dann bei Nierenkolik eine 30 cm lange Schiene. Von der Niere bis in die Blase rein. Aber ist es, glaube ich, zu lang, wenn du das erzählst. Ne? Auf jeden Fall kam da nur Blut raus und das hat geschmerzt ohne Ende. Ich kann nicht sagen, hat geschmerzt ohne Ende. Egal, weiter. Dann kam der Arzt und hat gesagt, wir können nach Hause fahren, aber die Operation muss in Deutschland gemacht werden. Das heißt, die haben den Stein nur rausgeschoben, hochgeschoben, ne? Die Schiene reingesetzt, dass das nicht nochmal passieren kann. Genau. Und dann haben die mich nach Hause geschickt. Dass dann ist die Barbara. Versagt, ne? Dann sind wir sofort zusammengepackt. Ja. 1.800 Kilometer nach Hause gefahren. Erstmal, die wollten dich eigentlich schon Freitag nach der OP entlassen. Und dann haben wir gesagt, nee, schon ganz gerne eine Nacht. Nee, ich bleib da noch. Und gut, dass ich da geblieben bin. Ich hatte Schmerzen. Ich habe die zweite Nacht kein Auge also zugemacht. Also die zweite Nacht, dann bin ich also wieder dann zum Campingplatz. Am anderen Morgen dann wieder mit meinem Taxifahrer. Der hat mich dann abgeholt um 9:30. Haben wir dich dann abgeholt? Ja, dann bin ich abgeholt. Dann haben wir Medikamente noch bekommen. Übrigens auch, die Medikamente war okay, alles. Ja. Und wir, ach so, und vielleicht ganz wichtig für euch auch, wir mussten jetzt weder bei der einen Klinik, bei der ersten, dieses öffentliche Krankenhaus, noch bei dieser privaten Klinik in Vorkasse treten. Gar nicht. Ob das immer so ist, weiß ich natürlich jetzt nicht. Einer hat meine Karte genommen, aber diese urologische Privatklinik, die wollte meine Karte nicht haben. Genau. Da habe ich die Rechnung gekriegt über 2022 Euro. Da bin ich jetzt noch mit der Barmer dran und wir haben noch so eine Zusatzversicherung. Genau. Da müssen wir gucken, wie das jetzt genau läuft. Wer da jetzt was bezahlt, aber wir müssen auf jeden Fall jetzt nicht bezahlen. Aber zumindest halt im europäischen Ausland ist das zumindest so geregelt, dass man mit deiner Krankenkassenkarte da, am besten ist, wenn man noch eine Zusatzversicherung hat. Weil also Auslandskrankenversicherung ist für uns jetzt auch muss, ne? Also wirklich, ohne gar nichts. Wir haben die schon lange. Ja. Nee, aber wir haben die noch nie gebraucht. Die Barbara muss das mal überlegen, dass wir die haben. Ich habe mal geguckt, ich hab die irgendwie mal 2016 abgeschlossen. Wir zahlen jetzt für uns beide 17 Euro im Jahr. Also, hallo? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Wie gesagt, dann nach Hause gefahren, eine Zwischenübernachtung hinter Lyon gemacht. Wo wir da gestanden haben, super Platz übrigens. Ja. Blende ich euch mal ein. Mit Campingcarpark. Genau. Da blenden wir euch wenigstens das wo ein. Wo wir da gewesen sind, gefilmt haben wir da nicht. Nee, war uns nicht das Film. Aber es lohnenswert, wenn ihr auf dem Weg seid, mal in die Richtung. Der ist echt schön, der Platz. Aber du bist schon auf dem Nachhauseweg, ne? Ja, ich wollte jetzt sagen, wir haben alles zusammengepackt. Du hast gerade noch geschafft, den Roller selber. Sonst du hätte den Roller hochbringen, ne? Sonst, das hätte ich jetzt nicht geschafft, den Roller selber. Ja, und dann sind wir losgefahren. Aber an dieser Stelle jetzt nochmal vielen Dank an alle, die das mitbekommen haben. Zuschriften, E-Mails oder auch per Instagram oder WhatsApp ganz viel. Da wäre ich noch zugekommen jetzt am Ende. Freunde und... Weißt du noch, da wäre ich noch zugekommen. Ach so, Entschuldigung. Dann nein, aber da werden die Bauern jetzt einmal mit angefangen. Wir haben ja diese WhatsApp-Gruppen und Leute, die uns Kommentare vorher schon geschrieben haben, sind gespannt, wie die Reise Familie weitergeht. Auch, ne? Klar. Familie, ja. Die habe ich dann geantwortet, dass die Reise abrupt wegen Not-OP zu Ende gegangen ist, die das dann schon über die Kommentare vielleicht auch mitgelesen haben oder
mitbekommen haben und die ganzen WhatsApp-Gruppen. Ich möchte jetzt keine einzelnen Namen aufzählen, aber da waren die. Also viele haben gesagt. Da möchte ich mich schon für bedanken. Ja, auf jeden wir Fall. Holen euch ab. Wie können wir euch helfen? Oder ich habe eine Freundin, die spricht perfekt Französisch, wenn ihr nochmal irgendwie ins Krankenhaus müsst und dann als Übersetzer, die kann dann mit dem Arzt reden und so weiter. Wirklich, boah, ich kriege Gänsehaut jetzt, ne? Also wirklich richtig toll. Also vielen Dank dafür. Und wir sind nämlich, also bis in dieser Situation, du bist irgendwie durch. Also du, komplett durch. Du bist also praktisch wie im Film, muss man sich vorstellen. Dann spielt alles um dich herum ab, aber du machst, du reagierst auch, du musst ja reagieren und musst auch machen. Aber alles so vieles kommt erst im Nachhinein. Und wie stark man dann ist, wie man es schafft und so weiter. Also ich war fix und fertig. Ich bin noch nie so lange Wohnmobil gefahren. Und jetzt mein zweiter Punkt wirklich an alle. Guckt, dass, wenn die Möglichkeit besteht, gibt ja auch viele Alleinreisende. Okay, dann ist es halt so. Aber wenn ihr zu zweit unterwegs seid, wenigstens fahren, wenigstens auf der Autobahn fahren. Und wenn man nicht irgendwie ausparken kann, dann kann ich auch noch nicht rückwärts einparken und so weiter, ist auch nicht so mein Ding, würde ich aber auch hinkriegen, aber dass man da wirklich, dass der Partner dann fahren kann, weil sonst hätten wir es, glaube ich, die Barbara hat 1800 Kilometer gefahren. Ja, sonst ich habe jetzt nur, bin nur vom Campingplatz, weil das war ein bisschen tricky, aus der Parklücke. Oder hätte ich auch noch geschafft. Ja, hätte, aber das habe ich jetzt gemacht. Also ich konnte ja fahren, ich habe Schmerzen gehabt. Nee. Also du hast da, wer es auch noch nicht gehabt hat, durch die Schiene pinkeln, du hast unglaubliche Schmerzen beim Pinkeln. So, und bis die Schmerzen weggehen, vergehen eine Viertelstunde, dann geht das wieder. Aber du sollst gleichzeitig natürlich viel trinken und das heißt mit anderen Worten, du bist nur am Klo. Genau. Das war ich ja schon froh, dass ich ein Klo im Auto mit dabei gehabt habe. Ne? Mhm. Und da hat die Barbara, ich kann jetzt alles. Ich muss auch wirklich mal gestehen, habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ich habe es erst mal in meiner die Toilette hat sie sauber gemacht. Da ist auch immer Frank sein Ding gewesen. Das ist natürlich nicht schwer, ne? Aber diesmal war sie ja nur alleine drauf. Also meins war nicht dabei. Nein, also man wird schon, wie heißt das jetzt? Man wächst über sich mit den hinaus. Aufgaben. Ja, man wächst mit den Aufgaben über sich hinaus und gut, Autofahren ist für mich jetzt kein Problem. Auch das macht es ja so öfter, aber nicht so viel wie jetzt. Aber vor allen Dingen auch immer mit diesem Bewusstsein umkommen und schaffen wir jetzt und Strecke machen und dann. Drei Tage des Horrors, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Komplett platt und dann ging es ja eigentlich bei dir jetzt hier zu Hause noch weiter. Ja, dann machen wir jetzt aber kurz. Drei Wochen hat das Ganze gedauert, bin hier in Deutschland dann wieder operiert worden, haben sie den Stein über Laser, mit Laser entfernt, dann wieder die Schiene rein. Ich habe 3 Wochen die Schiene gehabt, 3 Wochen. Ja. Also das war, um das zum Abschluss zu bringen, die absolute Hölle. Normal hast du die Schiene 2 bis 7 Tage oder 10 Tage. Ich habe sie 3 Wochen gehabt, weil im Prinzip doppelt gelaufen. Einmal in Frankreich haben sie nur notwendige gemacht und hier haben sie dann operiert. Also ich habe zweimal operiert worden und eine ambulante Operation, um die Schiene wieder zu entfernen. Genau. Und das war auch nochmal ein Glück, Akt. Da haben wir noch Glück gehabt. Also wir haben sowieso mehrmals Glück gehabt, dass unsere Tochter ist ja hier auf der Urologie. Im Krankenhaus arbeitet die und da warst du natürlich auch, wurde es dann bestens versorgt. Genau. Spiele ich ja auch mal ein Bild ein. Ja, aber der Stein, der war ja auch schon 1,1 Zentimeter groß und der lag wirklich blöde und zum Glück ging es aber so. Man musste nicht über die Niere gehen. Musste ich unterschreiben, wenn das nicht geklappt hätte, hätten die von Arthroskopie von außen, das wäre schlimmer gewesen. Also einmal umdrehen während der OP und dann wären die von hinten, das wäre noch... Von der Seite, glaube ich. Keine Ahnung. Aber gut, hat alles geklappt. Alles geklappt und so weiter. So, weil ich jetzt zum Abschluss, dann sind wir jetzt hier auch fertig, hat ja wieder lang genug gedauert, aber sowieso haben wir sowas in 2 Minuten. Genau, also unser Urlaub, der hätte normalerweise... 3 Wochen gedauert, der war nach 1 Woche zu Ende. Nach Tossa de Mar wären wir jetzt weitergefahren, Spanien war alles noch geplant und... Ja, wir sind ja von 1 Woche zu Ende. Noch nicht mal ein Jahr. Ja. Eine Woche. Auf jeden Fall kann ich euch eins verraten noch zum Abschluss. Ich bin traumatisiert jetzt. Das hört sich jetzt scheiße an, aber ich habe zu Barbara gesagt, wenn du das einmal erlebt hast jetzt, bräuchte mir keiner kommen mit einer Marokko-Rundreise. Weil ich da irgendwo in der Pampa, in der Wüste stehe und dann sowas kriegst. Ich bin jetzt... Weil mich das jetzt erwischt hat, sage ich jetzt mal so. Ja? Alle Leute, die das jetzt hören, geht das da rein und da raus, weil das ist wie eine Bergsteigerei. Nur die am eigenen Leib erlebte Gefahr bleibt dir verinnerlicht. Alles andere, was anderen passiert, welche Gefahren auf dich zukommen, in den Bergen oder sonst wo, geht da rein, da raus. Nur wenn du das selbst alles mal mitgemacht hast, in 35 Jahren wie ich, hast du so viele Gefahren, die bestehen, die im Kopf hast. So ist es mit Krankheit auch. Ich wollte da nur als Tipp mal geben, dass man so...
gewisse Sachen, die einem da passieren, vielleicht mal so mal checken lässt vorne mal beim Arzt. Auch, vor allen Dingen auch ab einem gewissen Alter vielleicht. Und, also jetzt wisst ihr da auch, ich habe jetzt auch lange überlegt, bringen wir das jetzt, bringen wir das nicht. Ja, nee, da waren wir selbst, oh die Bilder. Also ich war erst dagegen. Ich habe zu dir gesagt, pass auf, wie bei René Olter mit dem FKK, wenn wir so eine Reiseberichterstattung machen, da ist nicht immer nur schön, schön, auch bei uns nicht, sondern was so passieren kann. Und viele, die das jetzt hören, einfach nur mal berücksichtigt im Hinterkopf haben, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch nicht gehabt. Ich dachte, was soll schon passieren? Ich fühle mich ja unsterblich. Ja, natürlich. Bevor ich überall rumtue, also, was ich alle mache. Wo man dran denkt, ist vielleicht mal, was man nicht hoffen will, ein Unfall mit dem Auto, irgendwie was mit dem Auto. Das meiste ist immer nur Wohnmobil. Ich habe immer nur gedacht, da passiert nur anderen, mir kann das nicht passieren. Oder, siehst du, also kann das dann gehen. Du hast keinen Strom mehr oder so Kleinigkeiten halt. Also alles. Nur, da habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nie einen Kopf drüber gemacht. Ne? Nee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man ist halt, wie gesagt, man lernt immer noch, man kann so alt werden wie ein Schwein, man lernt immer noch dazu. Ja, aber es ist ja auch gut, dass keiner weiß, was passiert und so weiter. Will man ja vielleicht auch nicht immer wissen, ne? Nee, und aber ich finde, also ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen, die Hilfe, die angeboten wurde und Ja, vielen lieben Dank. Ja, es kommen mir auch noch ein bisschen die Tränen jetzt, weil du bist gerade schon da dran. Nee, also war wirklich, war richtig gut. Also man ist dann nicht alleine und Aber so, komm, bevor wir anfangen zu heulen. Obwohl wir werden... Ich würde auch sofort losfahren. Ne? Ich würde auch helfen. Bin sofort, also wie gesagt, Leute abholen und gucken. Also ich wäre. Ja, ihr müsst ja vorstellen, ich war ja fertig und da habe ich nur gedacht, die Barbara sitzt da vorne, die weiß ja gar nichts. Nee. Ich liege da stundenlang, wirklich. Ich war da dreieinhalb Stunden. Vier oder fünf Stunden. Vier. Ja, bis der dich geholt hat, war ja schon Mitternacht. Wir waren um 7 Uhr schon da. Ja, stimmt. Wie viele Stunden sind das denn? Ja. Fünf Stunden. Und ich habe ja dann immer nur. Und dadurch habe ich ja dann Videos geschickt, damit sie wussten, was wäre ich auch mal eher da hingegangen, hätte gefragt. Jetzt wusste ich ja richtig, was gerade passiert und so weiter. Ne? Und dann sie hat ja auch einen Streifen mitgemacht. Alleine nachts mit dem Taxi wieder nach Hause fahren da, ne? Ja. Allein im Wohnwagen und weiß nicht so richtig, was los ist. Und dann anderen Tag wieder hin und so, da ist natürlich schon, Wir lassen das jetzt drin, das gehört einfach mit dazu. Ja. Was passieren kann, ist ja auch erfahrungswert. Erfahrungswert für andere. Für andere, genau, ne? Richtig. Was da so, was man so alles berücksichtigen müsste eventuell, was wir ehrlich gesagt, also ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Echt nicht. Noch nie gehabt sowas. Außer Knieverletzung, Schulterverletzung von meinem ganzen Sport, weil ich schon alles für Verletzungen gehabt habe. Aber nie solche Sachen zum Beispiel. Nie. Außer als Kind mal noch. Ne? Aber da wollen wir jetzt nicht mit anfangen. Komm. Dann warten. Ne? Komm, jetzt ist gut. Ja, jetzt haben wir, gut, jetzt... Wie gesagt, ist es wirklich also kein Clickbait gewesen in dem Fall. Wir haben wirklich den Urlaub abgebracht. Clickbait. Ich mache kein. Da kommt nochmal ein separates Video zu. Stößt mir sauer auf. Da fangen wir jetzt auch nicht mit an. Da machen wir separat. Ich fange nicht mit an, aber wie gesagt, ist, also wirklich, war es wirklich nicht schön. Ich war nicht lustig. Und der Urlaub war. Das hat was mit mir gemacht, auf jeden Fall. So. Ich fange an zu heulen. Wie kriegen wir wieder hin? Wir wollen ja nächstes Jahr noch ein bisschen weiter weg. Da musst du was? Boah, komm, da ist der Schluss. Aber nur in der Zivilisation. Ja, das ja, aber so ist gut jetzt. Ja. Ich würde sagen, wir beiden Hübschen. Sind raus. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt. Bald wieder in alter Frische. Ja, in alter Frische. Und wenn euch das dann doch so ein bisschen das, wie soll ich sagen, dieses Video gefallen hat, ich weiß nicht, kann man sagen, ob es gefällt? Nee, weiß ich nicht. Trotzdem würden es gibt uns immer welche, die jetzt sich darüber freuen auch, aber genau, da müssen wir auch mit leben. Daumen hoch vielleicht und dann auch gerne in die Kommentare, wenn irgendwie was, irgendwie noch ein Tipp da ist oder irgendwie was. Ne, aber, oder ähnliche Erfahrungen gehabt habt, ne, lasst das die Community wissen. Ja. Viele Leute schreiben zwar keine Kommentare, die lesen aber mit. Also ist nicht immer nur alles schön. Schön nee. Ist immer nicht nur Sonnenuntergang und weiß ich nicht, ne, also auch mal so ein bisschen anders und das war jetzt wirklich ein sehr privates Video, hat also wirklich einiges mit uns gemacht, wo man auch wirklich überlegt, was ist wichtig. Also es hört sich wirklich blöd an, ich bin auch kein, weiß ich jetzt nicht. Wir waren fertig. Wir waren einfach fertig, aber trotzdem... Ich meine mit dem Video. Ja, das ist ja immer so bei mir, dass ich noch weiter quatsch, weißt du, dann bist du geblieben, bist du ja. Ja, du hörst doch nicht auf. Jetzt höre ich auf damit und... Barbara. Aber wir waren noch 5 Minuten fertig. Ja, und wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit, auch egal wo ihr seid, ob ihr gerade auf Reisen seid und so weiter. Also für uns ist wahrscheinlich dieses Jahr vielleicht noch so ein Wochenendtouren oder so. Mal gucken. Erstmal nicht, der GR steht jetzt schon seit über 3 Wochen draußen. Wir waren fertig. Und wir sind jetzt fertig. Ciao. Tschüss.